Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit hob Jesus an und sprach: Hoch preise ich dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, Unmündigen aber enthüllt hast. Ja, Vater, so hat es Gefallen gefunden vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben, und keiner erkennt den Sohn, denn der Vater. Und den Vater erkennt keiner, denn der Sohn. Und je wem der Sohn es mag enthüllen. Kommt zu mir alle, ihr Mühenden und Überbürdeten. Ich werde euch aufatmen lassen. Mein Joch nehmt auf euch und lernt von mir, denn sanft bin ich und von Herzen niedrig. Und ihr werdet Aufatmen finden für euer Leben. Mein Joch ist ja gut und meine Bürde ist leicht. Ein sehr passendes Evangelium zum Fest des Franz von Assisi, das wir heute feiern. Vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Sprache, es ist die Übersetzung von Fridolin Stier. Eine Sache, die drin vorkommt, ist etwas, was Franziskus sehr nahe war und sehr wichtig war. Er hat seine Gemeinschaft, ja nicht so wie wir es heute nennen, Franziskaner, Kapuziner, Minoriten, Drittordensbrüder oder sonst wie genannt, sondern mindere Brüder. Es war ihm wichtig, nicht überheblich zu sein, nicht oben drüber zu sein, nicht gelehrt zu sein, sondern immer von Jesus zu lernen und in diesem Sinn unmündig oder minder zu sein. Und von diesem Lernen hören wir dann auch im zweiten Teil des Evangeliums. Wenn wir mühen und wenn wir das Gefühl haben, überbürdet zu sein oder es auch sind, kann ich nur das Gefühl haben, dann sollen wir zu ihm kommen. Oft ziehen wir uns dann in uns selbst zurück, anstatt einfach zu ihm zu kommen. Denn er ist der, der uns aufatmen lassen möchte. In anderen Übersetzungen heißt es Ruhe verschaffen möchte. Aber ich finde das Aufatmen noch einmal mehr Grund, zu Jesus zu gehen. Wir sollen sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen. Und ich glaube, ich habe es eh auch schon einmal erzählt, aber ich finde es trotzdem nach wie vor faszinierend. Ich komme ja nicht vom Land und kenne mich mit Joch nicht so aus, aber ich habe mir einmal sagen lassen, dass wenn ein junger Stier lernt, sozusagen das Joch, mit dem Joch mitzugehen, wird er immer mit einem Älteren zusammengespannt. Und der Ältere, Größere, trägt dann auch mehr von dem Joch. Und so ist es mit Jesus. Er ist der, der älter ist, jedenfalls, und der, der einfach weiß, wie man ein Joch trägt, der weiß, wie man einen Weg geht. Und wenn wir uns unter sein Joch, mit ihm gemeinsam unter unser Joch stellen, dann kann es nur in die richtige Richtung gehen und dann wird das Land fruchtbar. So lade ich uns ein, dass wir heute zu ihm gehen, zu ihm kommen, alle, und dass wir von ihm lernen, von seiner Weise unter dem Joch zu gehen. Einen schönen Franziskustag.